mit meiner Geburtstagstorte zu Besuch bei Big Hug Barbecue. Dort, wo der Smoker steht. Die Jungs warten schon. Oh, Fleischbotschaft mit Fleisch. Ja, hallo erstmal. Heute wird der Bavarian Grill getestet. Noch mehr Besuch aus Köln. Kurzer Currysoßen-Check von der Soße von Martin. Ajang hat hier übrigens Kebab gemacht. Dazu folgt natürlich noch ein Video. Grill fertig heiß, Käse vorbereitet. Die Smoke-Ketten fürs Wochenende sind auch bald fertig. Filmer ready und schon wird aufgelegt. Das argentinische Ribeye hatte ich über Nacht noch in einem Umluftkühlschrank. Wie die letzte Meile beim Metzger. Dadurch etwas trockener geworden und tollste Röstaromen. Was sagt ihr? Taugt der Grill was? Oder kommt es euch nur aufs Fleisch an? Schreibt es in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Praktischerweise konnten wir im Smoker die Steaks fertig ziehen lassen. Und dann waren sie schon fertig und los ging's mit dem Anschnitt. Scharfes Messer sehr zu empfehlen. Und natürlich wie immer das beste Salz der Welt. Wer würde das jetzt so essen? Super zart, super Geschmack. Nom 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 nom. Davon kann ich einfach nicht genug kriegen. Viel zu lecker.